Willkommen auf meinem Spielplatz, es ist an der Zeit für Small Feather Games und die Knarre liegt bereit. Doch bei Call of Duty oder Battlefield, ich kenne keinen anderen, der hier noch viel krasser spielt. Also los, Diabos, hebt ihr Daumen, ihr könnt euren Augen trauen. Dieser Let's Player versetzt alle einfach in Staunen. Das ist der Halo-Effekt, du findest alles Gute hier. Und am Ende des Tages merkst du, er ist hier das Alpha-Tier. Und damit herzlich willkommen an alle Trickers da draußen. Der Slay ist endlich wieder mal am Start, gemeinsam mit dem Kuro. Wir nehmen jetzt wieder Skyrim auf. Wie immer haben wir keine Ahnung, wo wir stehen geblieben sind, weil die letzte Aufnahme schon gefühlt ein Monat her ist. Nein, so lange nicht, aber egal. Ja, also über Weihnachten war ich nicht da, über Silvester haben wir gesagt, nehmen wir nicht auf. Wir haben jetzt den 4.1., also den ersten Sonntag, also eigentlich müsste die Folge heute schon wieder hochkommen. Das heißt, wir nehmen schon wieder viel zu spät auf, nur gestern sind wir irgendwie nicht dazu gekommen. Ja. Und ja, wir alle sind hier hochkonzentriert am Arbeiten, alle machen irgendeinen anderen Scheiß, keiner weiß, was der andere genau tut. Und weißt du das genau? Los geht's. Ui. Ah, ich weiß, wo wir waren. Hallo Ayela. Habt ihr die Initiative? Genau, noch nachträglich frohes Neues. Ich wünschte, ich könnte euch begleiten. Wird nicht mehr lange dauern. So, die war leer. Da hat man schon alles geplündert. Das, was wir machen müssten, ist jetzt quasi rausgehen für die nächste Quest. Da schlägt er noch einen Pfeil in der Wand. Wo? Dreh ich nochmal. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Da in den Holzstück. Da. Warte mal, bist du blöd? Ja, ich sehe es nämlich nicht. Wahrscheinlich haben ihn alle wieder gesehen, nur du. Da, siehst ach, du ihn? Da. Das ist doch keine Wand. Nee, das ist ein Holzpfahl. Aber trotzdem haben wir alle gesehen, und du nicht. Hier da. Schreibt mal in die Kommentare. Habt ihr ihn gesehen? Dunkel? Habt ihr... Das war eine Mauer, das war nicht dunkel. Habt ihr ihn gesehen oder nicht? Genau. Warte mal. Geh da bitte nochmal hin. Wo ist deine Axt? Nicht genau vor uns. Wieso kann ich nicht hüpfen? Wie ging nochmal hüpfen? Ist kaputt. Steck mal die Waffen weg. Nö, ich kann nicht hüpfen. Ja, aber wahrscheinlich war die Decke zu tief. Ich sehe die Axt da nicht. Die liegt doch Haben wir die jetzt genommen? Hab ich die genommen? Nein. Das Mysterium um die Axt. Oh, Truhe. Ja. Och. Oh, guck mal. Ein Überlebender. Ja, weil wir Seelenfalle haben. Weil wir Seelenfalle haben, ist er verzaubert gewesen. Ich wollte schon sagen, nichts mehr annehmen. Ja, ich weiß, wir sind fast voll. Wir sind voll. Lavendel. Aber wir spielen ja kein Alchemist. Wo ging es jetzt nochmal lang? Ich würde mal sagen, du folgst einfach mal den Pfeil oben auf den Koffer. Das ist die Klammer. Kräfte können nur einmal am Tag benutzt werden, wenn es nicht weit. Was bringt das? Gucken, ob ich es ausgerüstet habe. Ehrlich? Ja. Und wir sind wieder am Himmelsrand. Halleluja. Tartusheim drück allein. Oh Gott. Oh, das ist viel zu lange, das ist. Ich muss dringend öfter Skyrim zocken. Ich brauche dringend eine 360. Alter, das sagst du jedes Mal. Ich weiß nicht, was ich jetzt noch sage. Mann, du hast und so. Ja, ich habe halt immer noch keine 360. Alter. Dann gucken wir, wie wir reingehen. Richtig. Ganz ehrlich, du bist hier, du kannst zocken, du willst nur nie, weil du da vom PC hängst. Richtig. Weil hier das Internet so toll ist. Ah, Gott. Na, stopp, wir wollten jetzt erstmal nach Weißlauf. Ich will trotzdem, warte mal. Du warst da hinten, ne? Da müssen wir hin. Achso, ja. Erstmal nach Weißlauf verkaufen. Mhm, also schnell rein. Wohin?
Genau, wie war denn euer Jahresabschluss so? Wie war euer Weihnachten? Wie war euer Silvester? Wie seid ihr ins neue Jahr gestartet? Wie war euer letztes Jahr? Genau. Sag's doch gleich. Schrotet doch auch mal in die Kommentare, wie war euer allgemein letztes Jahr? Ja. Ich habe gerade einen Hänger. Den hast du immer. Ja, aber gerade ist es wieder extrem. Eieiei. Amasch. Du musst noch ein Level aufsteigen. Nein. Doch. Schon vergessen? Folge 11, Level 11, Folge 12. Folge 11 ist noch gar nicht hochgeladen. Und Folge 12 auch nicht. Folge 11 und 12 war noch gar nicht online. Ja, zwei Folgen sind noch nicht hochgeladen. Weil ich vorhin auf dem Kanal war und geguckt habe. Und da war Folge 10. Weil wir Folge 11, Level 11 aufgestiegen sind und Folge 12, Level 12. Genau. Wir wollen erst mal kurz weiter, genau. Ja, wahrscheinlich sind, sobald die Folge hochgeladen ist, sind die anderen sowieso hochgeladen. Ja. Das heißt, es macht jetzt auch keinen Sinn, uns darüber den Kopf zu zerbrechen. Richtig. Die wollten wir behalten, richtig? Ja. Die wollten wir behalten? Das behalten. Den, warte mal. Den behalten. Ja, warum ist der nicht ausgerissen? Der ist nur auf Favorit gesetzt. Stimmt was nicht. Das kann weg. Ja, das haben wir ja extra jetzt geholt. Genauso wie die Silberbarren. Obwohl, die könnten wir schmieden. Aber die Schwerter können weg. Ich sagte, die Schwerter können weg. Ah, ich weiß warum, weil wir einen besseren Helm haben. Ja. Das heißt, der kann weg. Den wollten wir entzaubern. Echt? Ja. Das Ding hat doch Beschwörung drauf. Stimmt. Den Streitkolben auch. Wir haben doch sowieso die meisten Schwerter. Ja, den können wir auch entzaubern. Ja, aber Kraftlosigkeit. Das macht nur Ausdauerschaden und es gibt wesentlich besseren. Ja, hier, warte. Die besten Waffenrüstung. Eisenbarren. Mhm. Eisenerz. Und das Leder. Das war es dann aber auch. Warte mal, geh nochmal hoch. Ach nee, stopp, das ist sein Zupaller. Würde ich erstmal nicht. Haben wir ja eh nicht Knopf für. Es hätte auch nichts geändert. Oh Mann. Oh ja. Ach guck mal, jetzt bist du auch da. Zu der kannst du auch nochmal hingehen. Bevor du jetzt irgendwas machst. Du musst ansprechen. Ich habe hier. Wollt ihr euch schützen oder Schaden aufteilen? Ich will alle töten. Habe ich denn jetzt das gesagt? Ja. Was ist so wenig, zu viel? Ja, dann schmiede erstmal. Beziehungsweise mach erstmal da und dann. So, was war bei den schönen Schmieden? Ich würde erstmal sagen. Wir brauchen. Wollen wir uns eine Stahlrüstung machen? Bräuchten wir Stahlbarren. Ob das von den Werten her passt. Ja. Ja klar ist die Stahlrüstung besser als eine Eisenrüstung. Für Stahl ist es sowieso zu spät. Wieso? Du hast das ganze Eisen schon verschmiedet. Wir können ja Stahlbarren kaufen. Ja. Machen wir. Weil ist ja nicht so als. Hier mal noch mal ein bisschen was von den anderen Sachen. Na, ich würde bei den Eisenhammer bleiben. Warte mal kurz. Ich will mal kurz was schauen. Objekte, Bekleidung. Ja. Ausrüsten.
Die können wir sowieso doch. Die hat 54. Stahl. Das gibt sich nix. Ich würde mal sagen, geh mal, lass mal kurz, geh mal wieder raus. Und geh mal bitte zur Werkbank. Zur Werkbank. Ich sage nicht, dass ich der beste Schmied in Weißlauf bin. Diese Ehre gebührt mit Stahl. Aufrüsten. Sein Stahl ist legendär. Ich will nur eine faire Chance. Die können wir auch aufrüsten, ausmachen. So. Jetzt verkaufen wir dir erstmal was. Jetzt verkaufen wir, kennt ihr meinen Stahlbarren und werft einen Blick darauf. Wäre eine Maßnahme. Ja, drei. Ja, vier. Mhm. Kann das gerade von dir oder von ihr? Von ihr. Okay. Spiegel. Jetzt fehlen uns eigentlich nur Stahlarmschienen. Dafür haben wir die Handschuhe. Da gibt's dann nichts anderes. Ja, die Nordstahlpanzer, irgendwas. Die sind ja besser als unsere Eisendinger. Genau. Na, mach da erstmal einen davon. Dann brauchen wir noch einen. Warum haben wir dann die anderen gerade aufgerüstet? Weil darum. Bekleidung, ja, guck. Wie viel mal? Stahl, Stahl. Da ist das Stahl. Oh. Haben wir noch irgendwas? Helme. So ziemlich alles, was ihr braucht. Nein. Geh nochmal kurz auf Bekleidung. 17. Wie viel haben die anderen gemacht? Die hatten, Die anderen Anrüstung? Ich glaube verbessert 20. Vergesst nicht auch drinnen reinzuschauen, falls ihr etwas braucht. Da verbessern und vielleicht auch gerne ausrüsten. Oh. Egal. Macht sich nicht viel. Egal. Aber nicht noch einen Zaubertrank zum Schmieden. Muss ich gleich mal schauen. Ich helfe. Wollt ihr euch schützen oder Schaden austeilen? So, ich wollte, genau, Zaubertrick. Nein. Nein. Mhm. Ein Haus hatten wir noch nicht, ne? Nein, aber wir sind auch schon wieder pleite. Ehrlich? Ja. Was gab dir denn zurück? So? Autsch! Hey! Geh wieder zurück, du hast was vergessen. Was denn? Du kannst die Waffen auch noch aufrüsten. Wenn du mal überlegst. Die sind verzaubert? Ich sage nicht, dass ich der beste Schmied in Weißlauf bin. Diese Ehre. Stimmt, wir sind ja noch nicht so weit. Wir haben noch gar keinen Punkt auf Schmieden, glaube ich. Oh, die Stahlkriegsaxt habe ich nicht. Ja. Hören wir? Und dann pack auf. So. Kennt ihr meinen Sohn? Mein Gott. Werft einen Blick darauf. Waffen. Ich kann immer noch nicht hüpfen. Kann man vielleicht mit Stahlrüstung nicht hüpfen? Ich. Naja, wir haben ja nichts. Eigentlich kannst du auch mit einer Stahlrüstung hüpfen. Wieso bin das denn immer ich gewesen? Wer soll es denn sonst gewesen sein?
Keine Ahnung. Gibt nur die eine Erklärung. Menschenfleisch. Pass auf, sonst schmeiß ich die kleine Kuscheltier hinzu. Glaubst du mir nicht? Kann der weg? Ja. Wolltest du nicht aus dem Wolfpelz ein Dings machen? Leder? Weil wenn, dann kannst du den auch erstmal verkaufen. Objekte. Er soll fliegen. Kommt wieder. Oh Gott, der kann froh sein, dass er noch nicht draufgefangen ist. Ne? Darf ich ihn töten? Nein, jetzt noch nicht. So, und schon haben wir wieder Tragkraft. Und jetzt hüpfen wir. Hüpfen geht nicht. Rück mal bitte auf Start. Und jetzt, ja doch, war schon richtig. Und jetzt auf, nein, Magie. Wieso auf Magie? Los, und jetzt runter. Das ist... Ja, wie ist das Spiel gerade, Buggy? Ja. Ich will das jetzt mal kurz wissen. Okay. Ja, das Spiel war... Oder, warte mal. Wir sind Ork, ne? Ich bin schon durch die Gegend gehüpft. Ich wollte schon sagen, aber wenn, dann nichts vielleicht daran, dass wir ein Ork sind. Vielleicht können die ja gar nicht hüpfen. Es sind Orks, keine komplett inkompetenten Vollidioten. Du kennst sie aus Herr der Ringe. Jetzt sag das nochmal. Baumfrosch. Alter, nicht so radikal werden. Geh doch weg mit deinen Pokémon-Witzen. Grusel dich nicht so auf. Der war auch nicht schlecht. Nur, dass es kaum einer gehört hat. Du hast das gerade gehört, oder? Ja, da ist ein Drache in der Nähe. Okay. Und ein Fuchs. Alter Wolf. Alter, lass das arme Viech in Ruhe. Das sowieso nicht. Nee, weil ich noch nicht ranzoomen kann. So ein Scheiß. Das ist nicht ranzoomen, das ist Look dann heißen. Meine Güte. Hä? Hey, nichts doof? Ja. Sorry, ich hab nur beantwortet. Ja, toll. Jetzt kommt... Alter, also, irgendwas stimmt nicht. Ich sehe aber auch keinen Drachen. Du siehst sie auch anfangs nicht, du hörst sie nur. Pass auf, da sind Wölfe. Aber die hört man irgendwie auch nicht daumen, ne? Alter, wie lame war das denn jetzt? Die sind Level aufgestiegen. So, jetzt muss ich zusammenreißen. Ja, geh mal schnell. Stahl haben wir schon. Ja, dann warte. Zwerg oder? Guck dir mal. Also, dafür brauchen wir 60. Bis dahin sind wir noch 5 mehr Level abgekommen. Wollte ich nämlich gerade sagen. Du bist... Oh, egal. Ich habe nichts gesagt. Hier unten ist irgendwo... Da ist der Pit. Ja, da ist ein Findling. Das sah hinten ziemlich unplastisch aus. Warte mal, welcher ist denn das? Antronackenstein. Nee, will ich nicht. Wir haben ihn zwar gefunden. Wir sind keine Magier, der bringt uns also sowieso nichts.
So. Das regt mich immer noch voll auf. Ich kann nicht durch die Gegend hüpfen. Ich bin kein Kaninchen, das nicht wegrennt. Brille es an! Du hast das Kaninchen verfehlt. Ja, als den gebrüllt hat, hat er wohl aufgebrüllt. Ja, und dabei haben sich die Gegend nicht aufgehoben, ne? Irgendwie, ich weiß nicht, warum das Spiel gerade so buggy ist. Aber jetzt alles dieses kleine Vier. Das stimmt doch mal viel. Das ist ein Zweikling. Von oben ist das ein Zweikling. Es sieht schon interessant aus. Ich weiß nicht, warum das ist dumm. Die geht nicht weiter ran. Und der Zweikling macht auch nicht raus. Er hat sich gerade gehalten. Wolltest du nicht einen Dämpfer einbauen? Das kommt noch. Mach ich irgendwann das Baum vom Tank. Mann, ey, ey. Ja, in der Scheibe. Irgendwie habe ich krass verlaufen. Schatzi, bau noch eine Kirche und dann noch Klimperfenster. Die Pinguinkirche. Ey, das mache ich nach. Ja, liegt ein toter Hirsch. Warum liegt da ein toter Hirsch? Kann ich nicht. Ich habe kein Buntglas. Ich habe. Ja, siehst du, los. Mach. Bau eine Pinguinkirche. Ich muss auf den Platz für eine Kirche finden. Ich meine, dieses Anfangsgelände, was ich hier baue, das ist sowieso eigentlich eher so. Guckt mal Häuser, damit das nicht so leer aussieht. Ja, vor allem sieht auch jeder. Ja, wenn jemand hier dann drauf kommt. Mal sehen. Ja. Mal sehen. Hier lang. Hier lang. Hier lang. Sieger! Oh Gott. Ziege. Wir haben keinen Seelenstein, der groß genug ist für die Seele einer Ziege. Ich glaube, wir haben gar kein Lernen mehr. Ich glaube, den letzten Lernen habe ich gerade voll gemacht. Okay, also ich sehe zumindest schon mal, dass ihr hier genügend Raum habt, um eine richtig schöne Mine aufzubauen. Nee. Kaninchen! Eisen! Oh Gott. Kaninchen! Eisen! Das Problem ist, ohne Hüpfen ist man in Minecraft aufgeschmissen. In Minecraft? Ehrlich? Oh, Leute, ignoriert einfach, was ich heute sage. Kommt nicht noch. Ist das nicht GEMA-geschützt oder was? Das musst du da im Laufen? Ja, das ist aber von Dämon. Das ist von Artin. Aber egal. Ja, aber Game One ist das halt nicht. In Game One darfst du auch was auch. Alter, ihr hattet gerade fressen! Ich warte. Lass mich mal kaputt. So. Alter, lass den Fuchs in Ruhe. Geh lieber zur Mine. Egal. Ich habe gedacht, wir wollten die Hauptquesten, also die gefährten Hauptquesten. Ja, aber du hast da eine Mine in der Nähe, da kannst du wenigstens... Ja, ich kann aber nicht, dass ich da ohne Hüpfen hochkomme. Siehst du? Irgendwas ist kaputt. Ich kann mich nur immer wieder wiederholen. Vor allem muss ich jetzt einmal hier um den kompletten Berg rummarschieren. Ja. Das ist schon irgendwie scheiße. Weißt du, ob ich nicht hüpfen kann? Wenn ihr eine Idee habt, warum ich nicht hüpfen kann, schreibt das mal bitte in die Kommentare. Ich fuck das nämlich gerade tierisch ab. Und wer es kommt jetzt, ihr seid so schwer, wir haben schon ausprobiert. Hey, jeder, der schreibt, ihr seid zu schwer. Macht komische Geräusche, wie er gerade. Oh Gott. Alter, der Fuchs, der Wolf nimmt ja gerade die Arbeit ab. Warum rollst du denn an? Damit er stehen bleibt? Komm, komm, komm.
Nein, der guckt dich jetzt so lange an, bis du irgendwas machst. Hab jetzt halt keinen Bock auf Pelz sammeln. Sehen. Guck mal, da ist ein Weg. Warum gehst du nicht da hoch? Das hört sich komisch an. Nicht diesen, ja, doch den Weg. Siehst du? Geht doch viel einfacher. Du brauchst doch nicht mal hüpfen. Aber ich hüpfe so gerne. Wie wär's, wenn du da lang gehst? Die Frage ist, was ist da oben? Ja, du bist schon die Treppenstufen hoch. Ich hab gedacht, da wäre was zu. Da! Ja, ist. Grunderz! Guck mal, jetzt können wir Stahl herstellen. Wenn du nicht wieder den Fehler machst und alles wegglaubst. Ich darf das! Keine große Matte aufbauen. Ich weiß. Nicht wunderbar, was Shiro da schon wieder für Schwasse macht, die spielt Minecraft. Ja, ich glaube, das haben sich die Leute gedacht, nachdem ich das mit der Pinguinkirche erwähnt habe. Du hast was von der Pinguinkirche erwähnt? Alter. Jetzt hör doch mal auf, die jemand dauerhaft vom Wölfen fressen zu lassen. Tut doch gar nicht. Du bist selber einer. Okay, hier ist die Mine. Okay, dann gehen wir doch erst in die Mine. Ja. Da ist Stein. Wir brauchen doch keinen Stein. Ich wollte es nur sagen. Sag mal, findest du gerade den Eingang nicht? Ich habe gerade drauf genickt, nur falls ihr euch fragt, was ich gemacht habe. Also, ja. Mhm. Ich glaube, ich gehe, wenn wir fertig mit dem Aufnehmen sind, nach Hause und schlaf. Hast du einen Regenschirm dabei? Puh. Warum regnet es eigentlich hier, wenn ich nach Hause laufen will? Genau deswegen. Das stinkt doch noch. Was? Ja, ich muss nach Hause, ich muss schon morgen arbeiten. Ja, was willst du jetzt? Hä? Ich meine mit zu Hause ist BWW? Okay. Ihr habt's alle gehört, wir nennen das BWW sein Zuhause. Das gefällt mir nicht. Was? Hier sind Skelette. Ja. Wäre ja auch irgendwie langweilig, oder? Irgendwie gefällt mir die Mine hier nicht. Dann geh doch wieder raus. Es zwingt dich keiner da reinzugehen. Ich bin da dran. Ah, jetzt war ich drin. Jetzt bin ich drin. So? So. Wieso kann ich den Beutel nicht looten? Aber schon mit diesem Spiel heute nicht. Nee. Ganz und gar nicht. Achtung, da ist eine Falle. Problem ist, das könnte wer gehört haben. Siehst du? Wir haben ein Silberschwert dabei. Ich würde mal sagen, du baust mal kurz den Boden ab. Oh. Pump. Pump. Du bist übrigens gleich dran, so. Ich weiß. Und dann sagst du, ich pass nicht auf, ne?
Jetzt habe ich natürlich nicht geguckt, wo, wann wir genau mit der Aufnahme angefangen haben. Das heißt, Wir überziehen sowieso immer ein bisschen. Ja, genau. Ziel? Himmelsrand. Und am Ende sind die Folgen dann sowieso mal kürzer als wir denken. Soll ich dann gleich die Mine weitermachen? Ich weiß, wo wir sind. Scheiße. Scheiße. Ah ja, ich weiß es. Ich hasse diesen Drachen. Ja, der ist kacke. Deswegen gehst du jetzt auch nicht weiter. Das hört nicht aus der Drache, den wir gehört haben. Alter. So. Attacke! Oh nein, ein Eisdrache! Ja? Hä, war der sonst nicht Feuer? Nein. Der erste ist Eis. Ach, der zweite, der Auftrag ist Feuer. Ja. Da war ja was. Das Problem ist, wenn du jetzt abkackst, darf ich gleich den Drachen weitermachen. Heil dich. Ich hab so keinen Bock auf diesen Drachen. Skyline waltet eines Amtes. Das ist scheißegal. Du kannst dich da leider nicht verstecken. Nicht groß. Oh. Ich weiß, was ich mache. Ich bin jetzt asozial. Holt den Schwach. Wollte ich da sagen, den Stern nimmst du mit. Den nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Scheiß drauf. Einfach alles mitnehmen. Schneller! Du musst auch gleichzeitig die Quest anfangen, ne? Ich weiß. Hört mich an, Aufgehackt! Nicht mehr rangehen! Eine schändliche Dunkelheit ist in meinem Tempel ein. Wer nimmt sie nicht an? Jetzt! Was? Immer genau davor stehen, damit er den Himmel. Bringt meinen Stern zum Berg. Wir sind zwar gerade voll feige. Ah, das ist ja gerade sowas von egal. Ich werde euch zum Werkzeug meines läuternden Lichtes machen. So, wir haben die Kiste gelootet, wir haben den Schrei geholt. Den Drachen können wir in 20 Jahren töten. Und wir haben einen Artefakt für eine D-Drachen. Genau. Und ich würde sogar für eine der geilsten aller D-Drachen-Waffen. Das ist der Dämmerbrecher, mein Freund. Ach ja. Und ich habe gerade eigentlich voll Bock auf die Quest, aber... Ich speichere jetzt hier. Und ich muss weitermachen. Richtig. Für uns geht's jetzt direkt weiter. Für euch geht's nächste Woche dann weiter. Also ich habe jetzt keine Ahnung, wann jetzt die Folge hochkommt, weil irgendwie... Irgendwann seht ihr diese Folge. Ich hoffe, es ist nicht zu spät. Und tschüdelö. Wenn ihr noch Namen für uns gemacht habt, schrotet sie irgendwie so unten da in die Kommentare rein. Und ich wünsche euch noch ein tolles Jahr 2015. Mit ganz viel Spaß, ganz wenig Frust und ganz viel Freude. Schinken. Genau, und vor allem Schinken. Und Marmelade und Mettwurst. Genau, und Mettwurst Marmeladenbrötchen.